Moinsen, Schmoinsen und Momsen willkommensen bei einer weiteren Mystery-Folge am Sonntag für euch, 48 Stunden zu spät, am Dienstag pünktlich hochgeladen. Gern geschehen. Und dann nochmal Grüße an den, der mir gestern geschrieben hat, du kannst kein Englisch. Okay, ein wenig mehr Englisch für dich. Push mal den Abo-Button, Bitch. Und dann geh irgendwo in der Ecke cryen. Bleib mal geschmeidig, ich burn den Shit. Ansonsten habe ich noch diesen Hishi-It-Scheiß drauf. Oder du fährst einfach nach Altschauerberg und... Oh, mein Forza ist fertig runtergeladen. Sorry, Bitch. Wir gehen rein in die Thematik der Chelonianer. Der heilige Kult um die Schildkröte, welche in vielen Kulturen bis heute tatsächlich als ein heiliges Tier gilt. So zum Beispiel bei den Irokesen. Das Thema behandeln wir heute auch aus gutem Grund, denn ich wurde in letzter Zeit häufiger gefragt, ob ich wüsste, was es mit einem mysteriösen Kreuz an einem Baum auf sich hat. Und ich kann sagen, ja, das kann ich. Deswegen lasst uns nicht allzu lange warten, bleibt gespannt, starten wir rein in die Folge mit einer Zeitung. Viel Spaß! Religiöse Sekte wirbt neue Mitglieder. Bürger von Valentine protestieren. Chelonianer begehen Gotteslästerung. Das Übel des Chelonianismus gedeiht weiterhin. Er wird mittlerweile öffentlich betrieben und diese Zeitung hält ihn für eine Gefahr für unser aller Freiheit. Christliche Bürger von Valentine haben sich letzten Samstag an der Kirche versammelt, um gegen das zu protestieren, was sie und jeder Mensch mit gesundem Verstand für Blasphemie in unserer Mitte halten. Die Chelonianer sind dabei, junge Männer anzuwerben. Valentine kämpft mit seiner eigenen hausgemachten religiösen Bewegung. Sie behaupten, dass die wahre Bibel vor 100 Jahren von oben an unseren großen Propheten gegeben wurde. Hiesige religiöse Führer warnen, dass diese Blasphemie nicht nur die Zukunft unserer Religion, sondern auch die unseres Landes gefährdet. Die Chelonianer verehren die Schildkröte als uraltes heiliges Tier, das nicht verletzt werden darf. Demonstranten wurden mit Schildern gesichtet, auf denen durchgestrichene Schildkröten abgebildet waren. Das bereits erwähnte Hügelheim finden wir auf der Karte an dieser Stelle. Nach einem ersten Untersuchen und Aufzeichnen werden wir nicht schlauer, sondern fragen uns nur, wer hier wohl gelebt haben mag. Die Antwort hierauf können wir am Baum hinter uns entdecken. Was uns zunächst nur wie eine Markierung an einem Baum vorkam, wird bei Betrachtung aus der Ferne plötzlich zu einer versteckten Botschaft. Wir erkennen einen Schriftzug, der zum Teil in Spiegelschrift geschrieben wurde, und nach dem Entschlüsseln dieser Worte erkennen wir den Schriftzug Leader X, was so viel wie Anführer X bedeutet. Hierzu später mehr. Des Weiteren können wir auf dem Dach die Zeichnung einer Schildkröte entdecken. Diese bestätigt uns noch einmal die Anwesenheit der Chelonianer an diesem Ort. Die Chelonianer sind der heilige Kult, dem wir im Storyverlauf in Red Dead Redemption 2 hier und da begegnen werden und die meisten von uns wohl eher zum Schmunzeln gebracht hat. Sie verehren die Schildkröte als ihr heiliges Tier. I am so happy. A new master has arrived and he is leading those who know to safety. I plan on joining him myself. He's in the hills near Granite Pass. It's not too late. I've been trying to warn everyone, but no one will listen. Believe me, safety, all that we have. Okay, good luck. Now go. Spread the word. Shout Chelonia from the rooftop. We will meet again. Are lost, my friends, but I can ensure you're found, or you will be found, happy and free in Chelonia, a safe alternative to America's many problems. We will found a great nation for those wise enough to want safety above all else. And what is Chelonianism, I hear you ask? Nothing less than recently rediscovered theology. 100 years ago, the great Chelonian master led pilgrims across the Lanahassee into the wilderness to found a great place of safety. And thanks to his teachings, we can now join them in paradise. And what is paradise? I hear you ask yourself, and ask you might. For paradise is unclear. But one thing is clear about paradise. It is a place of safety. We shall be safe there above all else. And that is the essence of Chelonianism. We can be safe. We can all be safe. Thanks to the wisdom of the Master.
America has not proved itself to be a safe country. Great evil lurks within our... I know it does, in mine. But thanks to our master, we can be safe. And what is more American than subjecting yourself to the rule of a great man? And the great man subjects us all to Chelonianism. It will save us all. You need to be safe. Life can be safe. Make your family safe. I implore you, safety above all else. We must find safety inside a shell of truth. That's the key to life. Safety. The great shell of truth is safety. That's the key to Chelonianism. A great miracle has occurred. A new master has arrived, and he's preparing to lead us to Chelonia. We can all go home now. Some of us will be saved. The rest of you shall burn. Search in the Grizzlies, down by the Dakota River, and find the great master. Let him take you to Chelonia. Wir können ein paar der Ritualisten auf diesem Hügel finden. Es gibt auch einen Meister unter ihnen im Spiel. Er ist der Anführer, der von Anders in Saint-Denis erwähnt wird. Die Religion fand ihren Anfang im späten 18. Jahrhundert durch einen Propheten, der zu dieser Zeit lebte. Dieser habe ihre Version der Bibel von oben erhalten. Der Prophet kam also rund 100 Jahre vor den Ereignissen von Red Dead Redemption 2 nach Amerika. Er führte seine Anhänger durch den Lenahatchee River. Wenn man all diese Sachen berücksichtigt, ist höchstwahrscheinlich anzunehmen, dass Anführer X im mysteriösen Hügelhaus der von Anders erwähnte Prophet war. Das Haus wirkt bereits älter, was uns durch ein zerbrochenes Fenster verdeutlicht wird. Wir finden eine Schildkröte auf dem Dach und nicht zu guter Letzt die Worte Lieder, ganz in der Nähe, welche augenscheinlich mit derselben Farbe geschrieben wurden. Vielleicht von den Anhängern des chelonianischen Kults selber als eine Art Tribut an ihren ehemaligen Propheten und Anführer X, welcher sich höchstwahrscheinlich selber das Leben genommen hatte, genauso wie ihr aktueller Anführer sich vor unseren Augen das Leben nimmt und wir ihm sogar gleich tun können. And be saved. Follow me. Follow me. Follow me to Chelonia! Es ist jedenfalls unwahrscheinlich, dass der Anführer seinen Namen bzw. seinen Rang selbst an den Baum geschrieben hatte. Was die Bedeutung des X betrifft, so gibt es verschiedene Theorien und ich bin bei meiner Recherche auf eine gestoßen, die mal wieder mit der griechischen Geschichte zu tun haben könnte. Wie ihr vielleicht wisst, hat die griechische Mythologie auch ihren Einfluss auf Rhodes gehabt. Denn es ist so, dass Christen im griechischen Glauben früher Briefe oder Nachrichten mit einem X beendeten. Anschließend küssten sie die Stelle und vereidigten hiermit ihren Schwur an ihren tiefen Glauben. Es wird angenommen, dass die Worte eigentlich nur ein Wort waren, und zwar Lieder, und das X am Ende der Nachricht ein Tribut an ihren ehemaligen Propheten darstellt. Eine weitere und die wohl gängigste Theorie ist mit einem weiteren Mystery-Mann verbunden. Jonathan Frakes, der Unfassbare. Just kidding, just joking. Entschuldigt bitte meine fremde Aussprache. Joking ist französisch und heißt, ich kann kein Englisch. Außerdem kann ich Frakes nicht richtig aussprechen, weil ich kann ja kein Englisch. Yo, du kleine Hater. Nachdem ich mich jetzt ein zweites Mal über dich lustig gemacht habe, wobei ich darauf abziele, dass ich es dreimal bis zum Ende getan haben werde, möchte ich euch an der Stelle darauf hinweisen, dass ihr in Gaptooth Ridge noch den Schildkrötenpanzer finden könnt, den ihr später weiterverarbeiten könnt zu einem sehr nützlichen Gegenstand. Höchstwahrscheinlich sind es die Überreste der ersten Ankömmlinge, von denen Anders in Saint-Denis erzählte. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare oder lasst ein Abo da, falls ihr noch nicht auf den Button gedrückt habt. Wenn ihr jedoch zum Ausdruck bringen wollt, wie sehr euch solche Kommentare unter meinen Videos am Arsch vorbeigehen und ihr euch denkt, ey, ich kann lieber kein Englisch, als mich hier zum Vollopfer im Internet zu machen, dann lasst jetzt das Like da. Dankeschön. Grüße gehen raus an die Bitch. Wer hier nur Hass verbreiten will, der soll meine Community verdammt nochmal in Ruhe lassen und sich Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Also meiner Community, nicht der Bitch. In dem Sinne, Bitch, sei nicht sauer, drück den Abo-Button und akzeptiere dein Schicksal. Dankeschön. Geht doch. Ich sag's schon, keine Angst. Jo. Ciao, ciao mit Gyros TV. Follow me.
Ah, Chelonia!